Naja, wir folgen dir einfach. Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Irgendwas liegt in mir. Sind unsere Männer denn nicht tapfer genug? Natürlich sind sie das. Aber Tapferkeit alleine reicht nicht. So, wir sind da. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört. Aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass sie das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Min hat mich schon vorgestellt. Was hat er denn gesagt? Er hat doch nichts gesagt über ihn. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Na gut, der Himmel war rot und wohl dann? Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja. Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Was ist das denn? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er noch mal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums.
Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Sagen Sie sonst noch was über das Biest, abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Der Arsch. Der Arsch die ganze Zeit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Der Arsch. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton, und viel Glück. Der Geralt hört sich ein wie deprimiert. Also deprimiert. Keine Ahnung, der ist schon so... das war da nie so vorher. So. Ey, wir sind hier. Die waren wir ja schon. Ich denke mir gerade, hey, das sieht genau so wie eine Taverne, wo wir waren. Das ist die Taverne. Also geht's hier. Also haben wir ja eigentlich alles abgeklappert. Oder geht's hier noch irgendwo hin? Nö, alles ist abgeschlossen. Das ist unfair. Wie viele Schlüsse gibt es denn, dass das alles abgeschlossen ist? Mann. So. Wir haben Quests. Wir haben folgende Quests. Ah. Okay, hier sind etwas mehr. Geh zum herzöglichen Kämmer, um dich über die Einzelheiten des Auftrags zu informieren. Wo ist denn das? 800 Kilometer. Lass mal die Karte gucken. Bevor. Wir haben, ach du Scheiße. Es sieht genauso aus wie The Witcher. Okay, Novigrad, oder... Yeah. Sieht genauso aus wie... Velen, Novigrad, ne? Okay, ein bisschen größer. Aber wie Skellige, eher. Ja, Skellige kommt hin, wa? Von der Größe. Hier sind ein paar Fragezeichen. Da sind überall noch Anschlagbretter, das heißt, es gibt noch viele Quests. Hier ist auch irgendwas. Eine Stadt, wie heißt die? Keine Ahnung. Hexeaufträge 87, ich würde... die Nebel? Achso, das sind abgeschlossene. Ich wollte schon sagen, hey. Ja, wir machen das mit der... weil ich gehe ja nach der Stufe und ist besser. Und dann... Ja, ist auch eh so um die Ecke, deswegen... Okay. Aber wir könnten das hier noch mitmachen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ah, wir müssen über die Brücke. Oh wei, was ist das jetzt? Komm, lass mal schubsen. Boah, da hinten ist das Herzog. Der Recke der Herzogin. Herzogreich, okay, Königreich. Ich speichere mal bevor, weil es war ja viel Gelaber. Was haben wir denn da? Was ist das?
the fuck? Ist irgendeine Pflanze, oder? Nee. Das ist ein Schwert. Alter. Alter. Ey, verfolgt mich sogar. Warte mal, ich will jetzt meditieren ein bisschen. Da ich keine Dreck mehr habe. So. Ah, Scheiße, safe, ja. Genau. Pflanze. Kongs treffen, ne? Kann das sein? Guck mal, wieder neue. Alter. So, was geht mit den Viecher ab? Ja, die sind ja fast tot. Was sind wir denn dran? Alter, was sind das für Viecher? Oh, Backe, ey. Das ist ja krank. Boah. Ah, die sehen aus wie diese von The Witcher 1, ne? Das sind, glaube ich, wieder kommende Gegner, also die Gegner, die bei The Witcher 1 und so waren. Gibt's anscheinend auch ein paar. Was hilft gegen die denn? Wenn ich Feuer. Vielleicht. Nochmal. Okay, falsches Schwert. Stehen gewesen. Hä? Wie standen da noch? Das sah ja komisch aus. Was ist denn gegen effektiv? Was ist, ey? Hat
Verdammt! Nicht. Abhauen. Das Teil sich noch bewegt. Laut Karte sind es noch drei Gegner. Also einer. Ah. Wo ist der? Soweit. Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Ah, gut. Okay. Brief an einen Vater. Teurer Vater. Irgendeine Geschichte. Boah, waren das für Kackviecher. Man muss erstmal rausfinden, dass man die angreifen soll, nicht diese Kokons. Ich hatte das erst, dass man die töten muss, damit die nicht irgendwo rauskommen. Das waren aber nur eine. Weil dann gehe ich, meditiere ich nochmal eine Runde. Was? Nein! Oh. So. Meditiere ich noch eine Runde. Und dann gehe ich zur Quest und dann machen wir eine kleine Pause. Haben wir drei neue Gegner gefunden. Aber drei coole Gegner finde ich, ne? Ah, hi. Die patrouillieren hier. Kampfler, ich muss mich beeilen. Oh. Ja, schauen wir uns das gleich mal an. Also beeilen wir uns doch nicht. Bis dann. Hallo Leute, es geht wieder weiter mit The Witcher 3 Blood and Wine. Wow, was ist denn der V? Da, V. Ein Fasan. Großes Fleisch geben die, okay. Das ist die männliche Version, glaube ich, ne? Männlich. Das sieht voll cool aus hier, wa? Wenn ich ehrlich bin. Wir sind ja hier auf der Aufgabe. Verdammt! Der Mörder muss noch hier sein. Es muss im Keller sein. Klauenspuren. Fünf einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Flussschlamm. Der Leichnam wurde in diesem Wagen transportiert. Hm. So, Herzunge. Wirst du? Bringt die was? Nö. Nee. Sonst haben wir hier nichts. Hier. Was mit denen denn? Die Kehle wurde aufgerissen. Von einem etwa menschengroßen Gebiss, abgesehen von der Länge der Eckzähne. Massakriert. Das war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Nein. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Okay. Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein.
mit einem einzigen Hieb getötet. Boah. Ist schon brutalste Weise getötet worden. Flussschlamm. Der Leichnam wurde in diesem Wagen transportiert. Ja, ja, ja. Hat man schon mal. Dann geht's hier wohl rein. Fußspuren. Von kleinen, bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Von der Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Ich gehe auch vorher mal nach hier. Aus prinzipiellen Gründen. Wie immer. Was hier? Hier ist doch ein versteckter Gang hinter. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Boah. Ganz schön viele, ne? Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Wie gesagt, das ist ein Bruxer. Ein Vampir, genauso wie Ekimas und Flatterer. So. Wen haben wir? Oh, ein hübscher Vampir. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Ah, das ist die Frau. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Hübsch, hübsch. Am Tumor. Was ist das für Musik, Alter? Für die Kinder. Ey! Hör auf! Meine Unsichtbarkeit! Oh, hinter mir. Alter! Keine Chance, was zu machen. Ich kann da nicht mehr weg. Die hat doch einen Arsch offen. Also wirklich einen Arsch offen. Das gibt's doch nicht! Die stehen da raus. Das gibt's doch nicht, ich hab die Kugel getroffen. Mann, das ist doch unfair mit der Alter. Gar nicht übertrieben. Ich
Ich kann ihn gar nicht treffen, den Unsichtbarkeitsding. Ah, doch. Man kann aber gut über ausweichen. Nein. Was jetzt, du Stück Dreck? Ding. Nicht dahin gekommen. Zu einer. Wenn's sagt, The Witcher, ja. Freunde, Monster müssen Freunde mit dir sein. Aber nein. Der Tag wird niemals kommen. Obwohl, doch, wir hatten es einmal. Tut mir leid. Aber es war auch nur Dingens. Wie nennt man die nochmal? Ah. Diese Elche da. Da. Schnauze. Du Schreie. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Guck mal. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Kopf untersuchen. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. War es eine Börse mit Florin? Nilfgaardische Florin. Aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Ja, gut. Dann war es das hier. Was ist das hier? Okay, ich guck mal. Jetzt haben wir die ganzen...
das ganze Rüstungsset von... Sieht denn das aus? Oh mein Gott. Nein. Was haben wir das an? Egal. Das ist unser Bestes. Unser Bestes von Pervis. Hier waren wir schon, naja. Hier von ihr kommen wir. Ja, gut. Hier direkt mal hell. Suche Palmerin auf und bitte ihn dich zur Herzogin zu bringen. Wo ist denn das? Das ist ja, ja, das ist ja um die Ecke. Dann gehen wir hier hoch. Oh, ich höre schon was. Ein Turnier? Da drin. Hallo Kamerad, sei gegrüßt. Wo haben Schlangen ihre Pfoten? Wow! Lass mich! Das Verkäufer. Ich habe hat der was für uns. Der erste Verkäufer. Der erste Waffenschmied, okay. Ah, ein Mann vom Fach. Mit euch mache ich gerne Geschäfte. Ihr wisst gute Qualität zu schätzen. Genau. Ja. Zeig mal. Was hast du denn da? Dann verkaufe ich mal das hier. Die Scheiße. So. Minus 26, minus 26. Ah, du hast gar keine Qualität. Bist am Lügen. Nee, das ist nix. Ah, der Toussaint Ambo, die Armbrust von Toussaint. 300 Angriff, den nehme ich. Die hat Qualität, wirklich. Hat er noch Rezepte? Nö. Schade. Na dann, gespart, ne? Bis dann. Mal ausrüsten, Inventar. Zack, boah. Sieht cool aus. Lass uns mal lustig singen, lustig auf viele. Das ist der Springer. Aber flott. Sehr komisch. Zu Wüsten, Herr. Ich empfehle das Runde. Und da ist der Rüstung. Ein bisschen Schmied. Ich zahle das Doppelte, wenn sie heute noch fertig sind. Ja, ja.